Was geht ab, meine Zuschauer, und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich glaube, das wird noch eine ganze Weile dauern, wie ihr dieses Video seht. Ihr seht, ich habe immer noch meinen Shiny nach Tara Pullover an. Das heißt, heute ist Aufnahmetag, 24.03. Allerdings, dieses Video, das werdet ihr wahrscheinlich erst sehr spät sehen, weil ich ähnliche Videos schon gebracht habe in letzter Zeit. Und zwar ein letztes Mal, ein allerletztes Mal will ich es noch wagen, eine Hidden Fates ETB aufzumachen. Ich habe es jetzt, allein dieses Jahr habe ich schon, Moment, 2 oder 3 Hidden Fates ETBs aufgemacht. 2 Videos müsstet ihr davon gesehen haben. Eine war so schlecht, da habe ich mich dagegen entschlossen, das Video hochzuladen. Wir machen ein letztes Mal den Hidden Fates Shiny Hunt auf diesem Kanal und wir fangen an mit dem ersten Booster von Hidden Fates. In den letzten Hidden Fates ETBs, ich kann es ja jetzt sagen, ihr werdet die Videos alle gesehen haben, in den letzten ETBs war leider keine Shiny Full Art drin. Das heißt, das ist hier heute das oberste Ziel, eine Shiny Full Art rauszuziehen. Und ich weiß, ich komme mir arrogant vor, wenn ich das so sage, aber bitte, bitte, lass mal eine coole dabei sein. Wir haben eine Wasserenergie. Wir haben Kokas Falle, Rokkos Durchhaltevermögen, Mistys Entschlossenheit, Phlegmon, Enton, Pipi, Carpador, Rettern. Wow, Angler in Full Art! Geil, das erste Booster legt gleich richtig gut los mit einer starken Full-Art-Karte. Und Double Hit Pack, Raichu GX. Jawoll, also, wow, nice. Das ist stark. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass Booster Nummer 1 gleich was gönnt. Ich habe ja die letzten Male, wenn irgendwas im ersten Booster drin war, habe ich mir gesagt, boah, wird das ein krasses Opening. Dieses Mal bin ich lieber vorsichtig, bevor ich sowas sage. Weil in den Openings, wo ich das dachte, ging es danach oft dann steil bergab und da kam dann gar nichts mehr. Deswegen halte ich mich hier mit meinem Urteil zurück. Wir haben das New Artwork. Was ich euch eigentlich schon immer mal fragen wollte, welches Artwork von Hidden Fates feiert ihr eigentlich am meisten? Ich persönlich, ich mag ja das Mewtwo Artwork am liebsten und ja, aber ich glaube, viele werden, glaube ich, einfach Shiny Glurak sagen, einfach weil es Shiny Glurak ist. Egal, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, dann könnt ihr auch gerne gleich meinen Kanal abonnieren, es kostet euch nichts und bringt uns auch alle weiter. So, wir haben eine Blitzenergie, Glutexo, wir haben Rossana, Georock, Evoli, Pipi, Enton, Rettern, Raupi, Pixie als Reverse Rare und wir haben Pyrus letzter Widerstand. So, Booster Nummer 3. Und wirklich, ich bin zufrieden bisher. Ist eine coole ETB. Wir haben eine Feuerenergie. Rokkos Marmoria Arena. Giovannis Exil. Major Bobs Strategie. Wir haben Sterndu. Vielleicht ist das heute die Rückkehr des Hitterns. Mal gucken. Wir haben ein Raupi, Paras, Glumanda, Magma, nein. Und wir haben Bildsanalyse. Ja, natürlich. Aber wer weiß, vielleicht liegt dieses Glurak-Artwork ja richtig. Wir haben jetzt Booster Nummer, das müsste Booster Nummer 4 sein. Also bisher noch keine Shiny, das ist natürlich ein bisschen schade, aber irgendwie, da wird schon irgendwas drin sein, Leute. Wir trusten hier einfach mal. Wir glauben an den heiligen Gott Arceus. So, Kampfenergie. Wir haben Saftkorn. Mistys Azuria Arena. Magma. Sterndu. Pummeluff. Mal gucken. Wir haben Kleinstein. Tragosso, eine Psycho-Energie, na gut, okay, das ist ein halber Hit. Und wir haben eine Zapdos-Holo-Karte, okay, und nicht schlecht. Leider immer noch keine Shiny. Hidden Fates und ich, das ist, wir haben eine unglückliche Vergangenheit, die aber heute auf jeden Fall ihr Ende finden wird, also jedenfalls bis auf Weiteres. Es
kann natürlich sein, dass irgendwann Hidden Fates nochmal restockt wird und dass ich dann sage, ey komm, ja, eine ETB oder zwei Tinboxen oder sowas gönne ich mir nochmal. Aber die Wahrscheinlichkeit steht hoch, dass das mein letztes Opening von Hidden Fates wird, jedenfalls bis auf weiteres. Und deswegen würde ich gerne heute in diesem Opening mit einem Knaller abschließen. Wir haben eine Stahlenergie, Shanaira, Georok, Porenta, Tragosso, Kleinstein, Evoli, Pummeluff, Smogon, Amphizel als Baby-Shiny habe ich leider auch schon gezogen, aber es ist wenigstens eine coole Shiny und wir haben ein Relaxo. Warum sie das Mew hier nicht in Shiny raufgepackt haben und warum Mew auch keine Shiny in dem Set bekommen hat, das erschließt sich mir bis heute nicht. Und das obwohl, wie gesagt, dieses Video werdet ihr ja erst Mitte des Jahres höchstwahrscheinlich sehen. Da ist das Set schon fast 2 Jahre alt. Und ich mache einfach immer noch was davon auf. Das hätte ich mir eine gewisse Zeit lang auch nie träumen lassen. Aber zum Glück gibt es einfach ein paar Ehrenleute in der TCG-Szene, die einem immer mal was vermitteln können. Wir haben eine Unlichtenergie, Sichlor, Sabrinas Vorschlag, Pokémon Center Dame, ein Enton, Pikachu, Carpador, Smogon, Pipi, Voltoball und eine Full Art Karte. Sehr geil. Arctos, Zapdos, Lavados. Nicht schön. Was heißt nicht schlecht auf jeden Fall. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark, muss man sagen. Also es ist eine coole Full-Art-Karte, ist glaube ich irgendwie ein 10er oder so. 10er ist sie aktuell wert. Wir haben noch 4 Booster hier, jedes Artwork genau einmal. Und als kleiner Luckbringer mache ich mir mal das Glurak-Artwork nach hinten. Es wird, wie gesagt, mein oberster Wunsch wäre es, eine coole Shiny-Full-Art hier rauszuziehen. Weil diesbezüglich haben die letzten Hidden Fates Openings wirklich sehr enttäuscht. Aber man darf es halt auch nicht übertreiben. Ich bin wirklich nicht unzufrieden mit dem heutigen Video. Weil eine Full Art, also eine Pokémon Full Art, eine Trainer Full Art, eine GX-Karte, eine Holo und eine Shiny, das ist kein schlechtes Opening. Definitiv nicht. Wir haben eine Feuerenergie, Rosana. Wir haben Magma, Rockos Durchhaltevermögen, Carpador, Fleckmon, Pipi, Smogon, Voltoball, Bits Analysis, eine Reverse Rare und wir haben ein Kangama. Ich habe jetzt 130, glaube ich, für die ETB bezahlt. Wer weiß, bei wo der Preis aktuell liegt, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, für was diese ETBs im Moment gehen. Aber hey, und ich mache in der Zwischenzeit ganz entspannt die letzten 3 Booster auf. Wir haben eine Blitzenergie, Shanaira, Rockos Durchhaltevermögen. Wir haben Sichlor, Pummeluff, Raupi, Paras, Enton, Glumanda, Morlord als Baby Shiny. Nicht schlecht, leider auch keine coole Shiny. Und auch wieder eine, die ich schon 2-3 Mal gezogen habe. Aber es ist eine Baby Shiny. Und wir haben nochmal Jesse und James in Holo. Also, dass man seine One-Karten aus dem Set sieht, gerade wenn die Karten etwas hochkarätiger sind, ist unwahrscheinlich. Aber wir haben noch 2 Booster. Das heißt, hier kann noch was kommen und hier wird auch noch was kommen. Aber wir probieren das einfach mal. Oh Gott, Alter, dieser Pullover. Der ist so warm und ich habe nicht mal die Heizung an hier. So, vorletztes Booster aus dieser ETB. Wie gesagt, das eine coole Karte sollte noch dabei sein. Wir haben eine Pflanzenenergie, Giovannis Exil, Rockos Mamori Arena. Wir haben Tragosso, das auch bisher in jedem Booster dabei war, genauso wie Voltoball, Kleinstein, Evoli, Pipi, Reshiram GX in Shiny Full Art. Das ist nice, das ist eine geile Karte, ist auch eine 20-Euro Karte, glaube ich. Ironischerweise, die habe ich jetzt auch das 3. Mal gezogen, aber das ist wenigstens mal ein cooler Shiny Full Art Hit. Und dahinter noch ein Geowatz.
Aber jetzt kann ich wenigstens ganz in Ruhe sagen, dass das eine sehr, sehr schöne ETB war. Alles, was jetzt kommt, ist Bonus, Leute. Alles, was jetzt kommt, ist Bonus. Ich habe meine Shiny Full Art bekommen, die ich mir so sehr gewünscht habe. Auch wenn es jetzt leider keine derer ist, die ich noch nicht besitze. Also wirklich was Neues habe ich bis auf den Angler jetzt nicht gezogen in diesem Video. Aber trotzdem, ich bin sehr zufrieden. Wir haben eine Feen-Energie, Kogas Falle, Major Bob Strategie, Mistys Entschlossenheit, Raupi, Rattan, Paras, Yamglumanda, Fleckmon, eine Reverse-Energie und wir haben ein Pantimos. Na gut, dass die Shiny Full Art da in dem Booster vorher drin war, weil sonst wäre ich... Die Speicherkarte ist voll. Ja, Leute, da müsst ihr ohne die Facecam leben. Ich weiß das nicht, warum. Das ist eine 64 GB Karte, warum die überhaupt so schnell voll ist, verstehe ich nicht. Aber egal, das sind die Hits des heutigen Tages. Jetzt kann ich sie ja auch mal so halten. Also ich muss sagen, ich bin völlig zufrieden. Ich habe leider wieder keine meiner One-Karten gezogen. Aber das ist ja nicht so schlimm. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt und das Video auch gerne weiterteilt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.